Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es mal wieder ein paar neue News. Und zwar geht es unter anderem einmal um den Supporter Creator Code. Dort gibt es nämlich mal wieder ein paar Neuigkeiten. Bleibt dafür auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich auch gerne das Video. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal direkt mit dem ersten Thema. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt mit dem Supporter Creator Code. Denn falls ihr ihn mitbekommen habt, ist es ja so, dass seit März oder April der Supporter Creator Code bzw. die Anfragen dafür, die Bewerbungsphase dafür aufgehört hat. Das heißt, seitdem konnte man eben halt nicht mehr sich für den Supporter Creator Code bewerben und dazu gibt es jetzt endlich tatsächlich mal ein paar Neuigkeiten. In letzter Zeit gab es wirklich gar nichts dazu, also generell in der Phase jetzt seit April oder so gab es keine Updates mehr von Epic Games dazu. Und jetzt gibt es tatsächlich endlich mal wieder ein Anzeichen dafür, dass tatsächlich diese lange Wartephase irgendwann demnächst mal enden kann und wir so eben halt wieder die Möglichkeit tatsächlich haben, uns wieder für den Supporter Creator Code zu bewerben. Und zwar hat das ganze Thema etwas damit zu tun, dass Rocket League kostenlos geworden ist, denn dort war es so, dass man seit dem 16. September ab 18 Uhr auch im Item Shop von Rocket League den Creator Code benutzen konnte und dazu hatten die eben halt jetzt extra auf dieser Supporter Creator Code Website einen weiteren FAQ-Eintrag hingepostet und das ist an sich natürlich erstmal nicht interessant, allerdings hatten die darunter einen sehr, sehr interessanten einen weiteren Satz geschrieben. Und zwar hatten hier geschrieben, wenn ihr bisher noch nicht Teil dieses Programms seid, könnt ihr demnächst dazugehören. Demnächst, denke ich mal, wird es so in 2 bis 4 Wochen sein. Ist eigentlich so eine typische Angabe, wenn man sagt, demnächst, denke mal, mehr als einen Monat. Sollte das nicht sein. Also ich denke mal auf jeden Fall, dass das irgendwann im Oktober released werden sollte. Wenn das Ganze natürlich released wird, werde ich euch natürlich ein Video dazu posten, wo ich euch erkläre, wie ihr euch dafür bewerben könnt, was ihr dafür braucht, etc. Lasst dafür natürlich gerne ein Abo da, um dazu natürlich nichts weiteres mehr. Ich bin auf jeden Fall schon richtig hyped darauf, weil man natürlich mit dem Supporter Creator Code dann auch unter anderem die Chance hat, Custom Games oder eben halt Maps zu veröffentlichen. Bin da schon wirklich sehr, sehr hyped drauf und ich denke, es werden auch sehr, sehr viele andere Leute hyped drauf sein. Ansonsten ist es zurzeit auch so, dass Epic Games tatsächlich im Urlaub ist, bis zum 4. Oktober das Ganze noch. Das heißt, in der Zeit wird das auf jeden Fall nicht released werden. Das heißt, wir werden frühestens eben danach den Supporter Creator Code bekommen. Genauso natürlich die Turniere sind ja auch diese Woche nicht. Das heißt, erst ab der nächsten Woche sind da wieder Turniere, falls ihr euch dort gewundert habt, wisst es jetzt auf jeden Fall dementsprechend erst ab dem 5. Oktober, ab dem nächsten Montag dann wieder die ersten Turniere. Außerdem natürlich logischerweise deshalb auch in dieser Woche kein Update. Das Update kommt dann erst in der nächsten Woche. Dort wird wahrscheinlich auch wieder ein neuer Superheld reinkommen. Natürlich die ganzen Tests dazu wurden schon vollendet. Also es wird auf jeden Fall in der nächsten Woche ein Update kommen. Und dazu wird natürlich ein Update-Video folgen, solange es vor dem Donnerstag sein wird, also solange es am Dienstag oder Mittwoch released wird. Denn ab Donnerstag bin ich tatsächlich im Urlaub vom 8.10. bis zum 14.10. Falls dort irgendetwas in Richtung Live-Event oder ähnliches passieren sollte, würde es dazu keine direkten News-Videos geben. Generell würde es in der Zeit keine News-Videos geben, denn ich kann eben halt für die Zeit nur vorproduzieren. Das heißt, es werden dort hauptsächlich Tipps und Tricks-Videos irgendwie geben. Vielleicht ein paar Highlight-Videos, wenn ihr dort weitere Videovorschläge, Videowünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe tatsächlich für fast jeden Tag schon eine Video-Idee. Werde ich versuchen, alles natürlich aufzunehmen. Ich werde versuchen, so viele Videos zu machen wie möglich, dass ihr am besten natürlich täglich Videos bekommt. Und das waren auch schon die Themen, die ich mit euch in diesem Video besprechen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, könnt ihr natürlich gerne hier eine Bewertung da lassen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.